Im Rahmen der Rapstories melde ich mich heute nochmal aus unserer Sortendemonstration in der Nähe von Arnbeck. Der Bestand hier hat sich hervorragend entwickelt. Ich stehe hier in unserer Spitzensorte Ivo KWS, der ein starkes Schotenpaket für sehr gute Kornerträge ausgebildet hat. Wir hatten ja im Frühjahr auch das ein oder andere Problem und zum Beispiel das Schadbild der Larven des Erdflohs, die im Haupttrieb im oberen Drittel gefressen haben, sodass dieser nicht weiter gewachsen ist. Wir hatten dann diesen Besenwuchs mit vielen Nebentrieben, wie hier auch im Bild zu sehen. Eine Pflanze, wo der Haupttrieb nicht weiterentwickelt wurde und dann die Pflanze mit Blühbeginn 7 Nebentriebe mit nach oben genommen hat, die den Ausfall des Haupttriebes kompensieren sollten. Jetzt in dieser Phase kann man auch sehen, ob es bei Sclerotinia scleroteorum Infektionen gegeben hat. Die Weißstänglichkeit hier im Bild auch zu sehen, dieser weiße Stängel mit den Sklerozien, die sich hier sogar nach außen gedrückt haben. In der Regel, wenn Sie die Stängel aufbrechen, können Sie im Inneren die Dauerkörper dieser Pilzerkrankung finden, die Sklerozien. Mit den Behandlungen der Blüten sollten aber diese Infektionen weitgehend zurückgedrängt worden sein. Wirkungsgrade von bis zu 70% sollten diese Krankheit ausreichend unterdrückt haben, damit sie gute Erträge erzielen können. Ivo KWS, unsere Spitzensorte, erzielt sehr, sehr starke Marktleistungen über sehr hohe Kornerträge mit einem guten Ölgehalt. Unsere zweite Spitzensorte, Ernesto KWS, hat einen noch höheren Ölgehalt bei auch sehr guten Kornerträgen, auch für sehr starke Marktleistungen. Unsere beiden Spitzensorten bieten wir an mit unserer neuen innovativen Beize Initio Insect Plus Volumiposa gegen den Starkbefall der Larven der kleinen Kohlfliege eine Wirkung hat und mit Buteo Start gegen den frühen Befall des Raps Erdflohs. Nach der guten Kornfüllungsphase, die wir hatten, wünsche ich Ihnen jetzt eine harmonische Abreife, wo ruhig die Sonne noch etwas scheinen darf für hohe Ölgehalte. Wünsche Ihnen dann eine harmonische Ernte mit den hoffentlich weiterhin starken Erzeugerpreisen, dass Sie hohe Marktleistungen erzielen können. Im Rahmen der Rapstories möchte ich mich für diese Saison verabschieden, freue mich auf die nächste Saison und hoffentlich mit unseren beiden Spitzensorten Ivo KWS und Ernesto KWS. Tschüss!